Willkommen beim Beispielvideo zum Thema Umformen von Formeln. Wir sehen vor uns die Formel für die Oberfläche eines Quaders. O ist gleich 2 mal, Klammer auf, a mal b plus a mal c plus b mal c, Klammer zu. Gefragt ist nach der Seitenlänge b. Das heißt, wir sollen unsere Formel so weit umformen, dass die Variable b auf einer Seite isoliert zu stehen kommt. Da wir es hier mit einer Multiplikation von drei Summanden zu tun haben, ist es der einfachste Weg, diese Multiplikation auszuführen. Wir erhalten O ist gleich 2 mal a mal b plus 2 mal a mal c plus 2 mal b mal c. Gefragt ist die Variable b. Deshalb führen wir jetzt eine Äquivalenzumformung durch und subtrahieren von beiden Seiten der Gleichung den Term 2 mal a mal c. Auf der linken Seite erhalten wir o minus 2 mal a mal c und auf der rechten Seite 2 mal a mal b plus das 2 mal a mal c hebt sich mit diesem 2 mal a mal c dann auf. Das brauchen wir nicht noch einmal anschreiben. Wir haben dann nur mehr das 2 mal b mal c. Jetzt müssen wir noch die Variable b isolieren. Das heißt, wir heben sie heraus. Die linke Seite bleibt unverändert. Und rechts wird die Variable b herausgehoben. In der Klammer bleibt stehen 2 mal a plus 2 mal c. Jetzt müssen wir nur noch eine einzige Äquivalenzumformung durchführen. Das heißt, durch die Klammer dividieren und die Variable b ist isoliert. Das heißt, wir dividieren durch die Klammer 2 mal a plus 2 mal c. Das können wir dann in den Bruch schreiben und erhalten o minus 2 mal a mal c durch 2 mal a plus 2 mal c ist gleich b. Im Nenner könnte man noch den Faktor 2 herausheben und die Formel dann auch noch umdrehen. Das ist vielleicht noch etwas eleganter. Im Zähler steht o minus 2 mal a mal c und im Nenner wird der Faktor 2 herausgehoben. In der Klammer bleibt a plus c übrig. Und wir sind fertig und haben eine Formel gefunden, wie wir aus einer gegebenen Oberfläche und den gegebenen Seitenkanten a und c jederzeit die Seitenlänge b berechnen können. Und wir sind fertig.